Liebe Studierende, wir wollen uns heute mit der Wiederholung von quadratischen Gleichungen und Funktionen beschäftigen und vorerst einmal zur Definition, was verstehen wir unter einer quadratischen Funktion? Also quadratische Funktion hat die Struktur f von x gleich a x Quadrat plus bx plus c und ist auf ganz R definiert. Und dazu wollen wir jetzt gerade einmal mit der Übung 3.1.3 beginnen, indem wir mal verschiedene Parabeln zeichnen. Also starten wir mit der 3.1.3. Ja, wir gehen aus von der Standardparabel y gleich x Quadrat. Dann machen wir als nächstes y gleich x minus 1 Quadrat. Dann machen wir y gleich x Quadrat minus 1. Und dann wollen wir jetzt einmal unterschiedlich zu der Angabe vielleicht nur y 1/2 x Quadrat und so anschauen. Ja, x-Werte nehmen wir mal her, sagen wir minus 2, minus 1, 0, 1 und 2, minus 2 zum Quadrat wäre 4, minus 1 zum Quadrat 1, 0, 1, 4. Dann, wie schaut es aus bei x minus 1 Quadrat, da müssen wir jetzt 1 jeweils abziehen und dann quadrieren. Minus 3 zum Quadrat wäre 9, dann da haben wir 4, da haben wir 1, 0, 1. Man sieht also, die rote Funktion ist gerade um 1 nach rechts verschoben. Dann haben wir y x Quadrat minus 1, da müssen wir jeweils 1 abziehen. Das ist also um 1 nach unten verschoben. Und bei y gleich 1/2 x Quadrat, da wird um einen Faktor 1/2 verkleinert, also wird die Funktion gestaucht. Dann schauen wir uns an, wie diese Graphen ausschauen. Also eins, zwei, drei, 4, 1, 2, minus 1, minus 2. Also zuerst die Normalparabel. Bei 2 haben wir 4. Bei minus 2 ebenfalls. Ja, das wäre y gleich x Quadrat. Dann
x minus 1 Quadrat, 9 können wir nicht gut zeichnen. Dann haben wir da 4, da haben wir 1, da haben wir 0, 1, dann hätten wir schon wieder 4. Also diese Parabel ist um 1 nach rechts verschoben. Das wäre also y gleich x minus 1 zum Quadrat. Jetzt was passiert bei x Quadrat minus 1? Da geht die Parabel in die Minusrichtung. Zeichnen wir da vielleicht noch Wert minus 1 ein. Dann haben wir da 3, da haben wir 0, da haben wir minus 1, 0, wieder 3. Also das wäre jetzt y gleich x Quadrat minus 1. Das ist also eine Verschiebung um 1 nach unten. Und zu guter Letzt noch ein halb mal x Quadrat. Also da werden die y-Werte der Normalparabel jeweils halbiert. Da haben wir dann ein halb. Da haben wir wieder 2. Die Form der Parabel wird also durch die Parameter a, b, c auf alle Fälle verändert. Generell können wir sagen, wenn jetzt a größer 0 ist, dann ist die Parabel nach oben geöffnet. So wie in unserem Beispiel alle. Wenn a negativ wäre, dann wäre sie nach unten geöffnet. Wenn a 0 wäre, dann wäre es eine lineare Funktion, die wir schon kennen. So. Jetzt zu einem wichtigen Thema, wie können wir die Nullstellen bestimmen? Wenn wir jetzt einmal unsere Beispielsparabeln von vorhin anschauen, da sehen wir die türkisblaue Parabel hat zwei Nullstellen, die grüne, die schwarze und die rote haben eine Nullstelle, aber es könnte auch sein, dass eine Parabel über der x-Achse liegt, dann hätte sie keine Nullstellen. Wir fragen uns jetzt, wie kann man diese Nullstellen bestimmen? Also Nullstellen einer quadratischen Funktion. Dazu setzen wir die Funktion gleich 0. Also ax² plus bx plus c gleich 0. Jetzt dividieren wir die Gleichung durch a und wir können a ungleich 0 voraussetzen, weil sonst ist keine quadratische Funktion mehr, sondern eine lineare Funktion. Dann haben wir x² plus b durch a mal x plus c durch a gleich 0. Dann führen wir zwei Abkürzungen ein. Das b durch a hier nennen wir klein b und das c durch a nennen wir klein q.
Dann haben wir also als quadratische Gleichung x Quadrat plus bx plus q gleich 0. Wie können wir jetzt diese Gleichung lösen? Den Lösungsweg, den wir hier jetzt zeigen, nennt man in der Mathematik quadratisches Ergänzen. Ja, was ist die Idee dahinter? Wenn wir x plus b halbe zum Quadrat mit der binomischen Formel ausquadrieren, dann haben wir x Quadrat plus 2x mal b halbe plus b halbe zum Quadrat. Kann man den Zweier da kürzen? Und man sieht, wir haben genau die ersten zwei Terme übereinstimmend. Also wir können sagen, diese ersten beiden Terme stimmen hier überein. Und das ist die Idee dahinter. Also wie geht jetzt quadratisch ergänzen? Wir machen den Kunstgriff, indem wir eben das künstlich addieren, das b halbe Quadrat, und gleichzeitig wieder abziehen. Darf man ja tun. So. Und jetzt sehen wir eben die ersten drei da. Sind gerade x plus b halbe Quadrat. Also was haben wir damit jetzt erreicht? X plus b halbe Quadrat minus b halbe Quadrat plus q und das soll 0 sein. Jetzt formen wir diese Gleichung da um, indem wir auf der einen Seite nur mal x plus b halbe Quadrat stehen haben. Die anderen beiden Terme geben wir auf die andere Seite. Dann haben wir b halbe Quadrat minus q. Und jetzt ziehen wir die Wurzel. Dann haben wir x plus b halbe ist gleich plus minus Wurzel b halbe Quadrat minus q. Warum muss man hier plus minus schreiben? Betrachten Sie den einfachen Fall, wenn wir zum Beispiel hätten x Quadrat gleich 25, dann ist es intuitiv klar, dass x plus minus die Wurzel aus 25 ist, denn es gibt zwei Lösungen, nämlich plus 5 und minus 5, die diese Gleichung erfüllen. Ja, jetzt als letzten Schritt bringen wir noch das b halbe auf die andere Seite. Dann haben wir sozusagen die kleine Lösungsformel. x12 ist minus b halbe plus minus Wurzel aus b halbe Quadrat minus q. Also die kleine Lösungsformel. Und wenn man jetzt für b die Abkürzung von oben einsetzt, also wir haben gesagt, b ist b durch a, und q ist c durch a, dann erhält man die große Lösungsformel. Manche nennen sie auch Mitternachtsformel. Minus b durch 2a plus minus Wurzel b Quadrat minus 4ac
durch 2a. Man findet sie auch in dieser Form, dass man alles unter einem Nenner schreibt. Minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac. Hoppla. Da sollte c noch hinein. Das ist die große Lösungsformel. Verwenden Sie jene, die Sie von Ihrer Schullaufbahn her gewohnt sind. Gesehen haben Sie eine von beiden sicher schon einmal. Ja, jetzt kann man anhand der Lösungsformel auch sehen, dass es hier verschiedene Lösungsfälle gibt, nicht? Also, drei Lösungsfälle. Wenn nämlich der Ausdruck d b halbe Quadrat minus q größer 0 ist, dann gibt es zwei verschiedene reelle Nullstellen. Wenn die Größe unter der Wurzel gleich 0 ist, dann gibt es eine reelle Doppellösung. Und wenn das d negativ ist, dann gibt es konjugiert komplexe Lösungen. Auf diesen Fall werden wir dann bei den komplexen Zahlen noch näher eingehen. Vielleicht kurze Skizze zu diesen drei Lösungsfällen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die kleine Lösungsformel uns anschauen, da haben wir also minus b halbe plus minus dieser Wurzel. Wenn wir jetzt da irgendwo minus b halbe einzeichnen, jetzt zeichnen wir mal den ersten Lösungsfall, dann liegt der Scheitel eben bei minus b halbe. Und dieses Stück da wäre gerade Wurzel aus d. Ja, es wird einmal hinzugezählt, dann hätten wir da das x1 und einmal wird es abgezogen, dann hätten wir da das x2. Und der Fall ist eben der Fall Nummer 1, zwei verschiedene reelle Lösungen. Wenn jetzt die Parabel die x-Achse gerade noch berührt, dann hätten wir den zweiten Fall, das wäre die reelle Doppellösung. Und die Parabel könnte aber auch so liegen, dass keine reellen Nullstellen auftreten. Also das sind diese drei Lösungsfälle, die auftreten können. Jetzt wollen wir mal ein paar Aufgaben lösen. Schauen wir nochmal auf den Angabenzettel. Nehmen wir mal zum Beispiel her die 311f, also Übung 311f.
Was haben wir da? 13x² minus 4x minus 1 soll 0 werden. Machen wir mal die große Formel. Dann hätten wir jetzt a gleich 13, b, Vorsicht, das Minus mitnehmen, minus 4, das c wäre minus 1. Wenn wir jetzt da die große Formel hernehmen, x1, 2, schreiben wir es nochmal allgemein auf, minus b plus minus Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. Dann wäre jetzt das, wenn b negativ ist, dann ist minus b positiv. Dann 4 quadriert wäre 16, minus 4 mal 13 mal minus 1. Und das Ganze durch 2 mal 13. Dann hätten wir da jetzt 4 plus minus Wurzel aus 4 mal 13 ist 52 plus 16 sind 68. Das Ganze durch 26. Wenn man das jetzt mit Taschenrechner auswertet, dann hätten wir für x1 0,471 und für x2 hätten wir minus 0,163. Man hätte das natürlich auch normieren können, also ich kann immer auch die kleine Formel verwenden. Dazu müsste man die Gleichung durch den Vorfaktor bei x² dividieren. Dann hätten wir im x² minus 4 Dreizehntel x minus 1 Dreizehntel. Jetzt ist quasi das b minus 4 Dreizehntel und das Q wäre minus 1 Dreizehntel. Was wäre jetzt da die Lösungsformel? Die kleine Formel x1 2 minus b halbe plus minus Wurzel aus das, was vorne steht, zum Quadrat minus Q. Ja, 4 Dreizehntel halbe gibt 2 Dreizehntel, aber plus, weil ja minus b halbe da steht, plus minus Wurzel, das was vorne steht, wird quadriert. Also 4 Dreizehntel zum Quadrat ist 169, minus q, also plus 1 Dreizehntel. Und dann kann man das auch wieder ausrechnen und erhält wie zuvor x1 0,471 und x2 minus 0,163. Ja, jetzt machen wir vielleicht noch die Aufgabe G. Schauen wir uns den an. Also die Aufgabe G. Da haben wir jetzt einmal Variablen drinnen noch. A und B ist vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt, weil wir auch a, b, c bei der quadratischen Funktion haben. Aber probieren wir das. Machen wir das da noch drunter. Also das wäre jetzt die Übung 3, 1, 1, g. Da hätten wir jetzt x plus 1 durch x ist a durch b plus b durch a. Und das nehmen wir jetzt einfach mal groß A, müssen wir nicht so viel schreiben. Dann multiplizieren wir die Gleichung mit x, dann haben wir x² plus 1 ist ax. Bringen wir das ax auf die andere Seite. Und jetzt haben wir kleine Lösungsformel mit b gleich minus a und q gleich 1. X1, 2 ist minus b halbe plus minus Wurzel aus b halbe zum Quadrat minus q.
Setz mein b ist minus a, das heißt, wir haben hier a halbe plus minus Wurzel aus a Quadrat Viertel minus 1. Und dann können wir im Prinzip wieder rück einsetzen. Ist jetzt wenig illustrativ, aber machen wir es gerade der Vollständigkeit halber. A durch b plus b durch a plus minus Wurzel aus 1 Viertel a durch b plus b durch a zum Quadrat minus 1. Man könnte sicher da jetzt noch ein bisschen umformen. Wenn man das ausquadriert, aber das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht tun. Ja, jetzt vielleicht noch mal eine Aufgabe mit Wurzeln zur Wiederholung. Ja, welche nehmen wir? Nehmen wir die 311c her. Also Übung 311c. Was haben wir da? 2 mal Wurzel 3 minus 2x plus 3 plus 2x ist gleich 19 minus 6x. Die Grundmenge sei die Menge der reellen Zahlen. Jetzt müssen wir uns zunächst einmal überlegen, was ist denn die Definitionsmenge? Schauen wir uns den ersten Term an. Wann ist dieser Term definiert? Ja, wenn 3 minus 2x größer gleich 0 ist oder umgeformt 2x kleiner gleich 3 oder x kleiner gleich 3 halbe. Das heißt, die Definitionsmenge von diesem Term D1 wäre minus unendlich bis 3 halbe. Dann, wie schaut es aus mit dem Term 3 plus 2x, die Wurzel davon? Muss ebenfalls größer gleich 0 sein. Also 2x muss größer gleich minus 3 sein. Oder x größer gleich minus 3 halbe. Also da D2 wäre jetzt von minus 3 halbe bis plus unendlich. Die eckige Klammer bedeutet, dass der Randwert noch dazugehört. Die runde Klammer wäre ein offenes Intervall. Da gehört eben unendlich nicht mehr dazu. Und dann schauen wir uns noch den dritten Term an, also Wurzel 19 minus 6x. Da muss jetzt 19 minus 6x größer gleich 0 sein oder 19 größer gleich 6x oder x kleiner gleich 19 Sechstel. Also da wäre jetzt das D3, wäre von minus unendlich bis 19 Sechstel. Jetzt die Definitionsmenge der ganzen Wurzelgleichung. Das wollen wir uns jetzt zunächst noch grafisch veranschaulichen. Also da haben wir 0, da haben wir 3 halbe, da haben wir minus 3 halbe. Irgendwo da weiter rechts haben wir 19 Sechstel. Also was wäre jetzt D1? Von minus unendlich bis 3 halbe. Also das wäre D1. Dann D2 geht von minus 3 halbe bis plus unendlich. So. Und D3 geht von
19 Sechstel bis minus unendlich. Und die Schnittmenge dieser drei Intervalle ist gerade das Intervall minus 3 halbe bis plus 3 halbe. Also das wäre die gesamte Definitionsmenge d1 geschnitten d2 geschnitten d3, wäre also von minus 3 halbe bis plus 3 halbe. Das war jetzt quasi zunächst einmal die Vorüberlegung, wo diese Wurzelgleichung überhaupt definiert ist. Und jetzt geht es an die Rechnung. Also, wie können wir diese Wurzelgleichung lösen? Dazu schreibe ich es jetzt einfach nochmal an. Also 2 mal Wurzel 3 minus 2x plus Wurzel 3 plus 2x. Wurzel aus 19 minus 6x. Jetzt wollen wir das quadrieren. Jetzt Vorsicht, wenn man, also Achtung, beim Quadrieren können Scheinlösungen entstehen. Wenn wir zum Beispiel die simple Gleichung x gleich minus 5 haben und wenn wir dequadrieren, dann hätten wir x quadratisch 25, aber die hat zwei Lösungen, nicht? Nämlich plus 5 und minus 5. Wenn wir also eine Gleichung quadrieren, dann ist die Probe obligatorisch. Also man muss am Ende die Probe machen. Um eben solche Scheinlösungen ausschließen zu können. Ja, jetzt quadrieren wir das. Denken wir an die binomische Formel. Das ist a, das ist b. Ja, was haben wir jetzt? A Quadrat ist der erste Term, 2 mal 2 ist 4. Die Wurzel fällt weg. Aufpassen, jetzt gibt es einen gemischten Term. 2ab, nicht? 2 mal 2 Wurzel 3 minus 2x mal Wurzel 3 plus 2x. Und dann kommt plus b Quadrat, also 3 plus 2x. Auf der rechten Seite fällt die Wurzel weg. Also nochmal zur Ergänzung. Das wäre a Quadrat, das wäre 2ab und das wäre b Quadrat. Jetzt fassen wir die Terme ohne die Wurzel zusammen. Multiplizieren wir mal aus, dann haben wir da 12 minus 8x plus 4 mal Wurzel. Jetzt das unter der Wurzel können wir auch zusammenfassen. Das ist auch eine binomische Formel. A minus B mal A plus B. Also können wir sagen, das ist 9 minus 2x in Klammer zum Quadrat gibt 4x Quadrat plus 3 plus 2x ist 19 minus 6x. Jetzt bringen wir das und das auf die andere Seite. Was bleibt dann über? Dann haben wir 4 mal Wurzel 9 minus 4x². Jetzt haben wir 19 minus 15 gibt 4. Und dann haben wir minus 6x. Die heben sich gerade auf, wie man sieht. Gell? Die könnten wir jetzt auch da kürzen, die fallen gerade weg. Dann können wir
durch 4 dividieren. Dann können wir quadrieren. Aufpassen, da können wieder Scheinlösungen entstehen. Dann haben wir 9 minus 4x² ist 1. 4x² ist also 8. X² ist 2. Dann haben wir x1 plus Wurzel 2 und x2 gleich minus Wurzel 2. Jetzt ist quasi die Probe obligatorisch, weil wir eben quadriert haben und das keine Äquivalenzumformung ist. Also Probe. Wenn wir die linke Seite auswertet, und das x1 einsetzt, dann bekommt man 3,24 und bei der rechten Seite da haben wir gehabt Wurzel 19 minus 6x, ebenfalls 3,24, also das wäre bei x1 und bei x2 erhalten wir auf die gleiche Art und Weise 2 mal 5,24. Jetzt müssen wir auch noch schauen, ob es im Definitionsbereich liegt. 3 halbe ist größer wie Wurzel 2, also liegen beide im Definitionsbereich. Also die Lösungsmenge in dem Fall wäre Wurzel 2 und minus Wurzel 2. Jetzt machen wir vielleicht noch eine Anwendung, und zwar nehmen wir mal die Übung 314 her. Also da haben wir jetzt eine Umsatzfunktion mit veränderbarer Preisfunktion. Also schauen wir uns die mal an. Also wir haben u von x, ist jetzt der Preis ändere sich mit der Stückzahl. Jetzt wir nehmen an, dass sich der Preis reduziert. Und setzen das da ein. Dann haben wir 10 minus x mal x. Das wäre also 10x minus x Quadrat. Das ist also eine quadratische Funktion. Wie schaut jetzt der Verlauf des Preises aus? Es stimmt schon, je länger ein Produkt am Markt ist, desto kleiner ist der Preis üblicherweise, nicht? Also da hätten wir jetzt d gleich 10 und k wäre der Vorfaktor, wäre minus 1. Also der Preis zu Beginn wäre 10 Geldeinheiten und das k wäre minus 1. Da würde der Preis da langsam runtergehen. Was natürlich Unsinn ist, wenn es da weitergeht, weil der Preis würde dann negativ werden. Quasi derjenige, der das Produkt vertreibt, zahlt mir noch was, dass ich es ihm abnehme. Ist natürlich nicht realistisch. Aber es ist schon mal die einfachste Preisfunktion, die wir mathematisch gesehen bilden können. Jetzt, wie schaut jetzt die Umsatzfunktion aus, wenn man diskutieren. Jetzt greifen wir einmal vor. Also es ist
alle Fälle eine Parabel. Jetzt mit dem minus x Quadrat ist sie also nach unten geöffnet. Wenn wir die Umsatzfunktion einmal skizzieren. Und dazu zeichnen wir zunächst eine Hilfslinie, und zwar die Gerade 10x. Das wäre also da oben dieser Anteil. Und davon wird jetzt x² abgezogen. Also wie wird diese Parabel da drinnen liegen? So. Und dann strichliere diese Funktion, weil das ist dann natürlich auch ein Unsinn, wenn ich da weiter produziere und der Umsatz fällt. Ist also auch nicht realistisch, ne? Das wäre jetzt diese Umsatzfunktion da, 10x minus x². Wie können wir jetzt da diesen höchsten Punkt da bestimmen? X max. Und da hätten wir U max. Ja, jetzt kurzer Vorgriff auf die Differenziation. Im Maximum ist die Ableitung Tangentensteigung 0. Ja, wie leitet man so eine Funktion ab? Werden wir dann noch sehen. Die meisten haben es sicher schon einmal gehört. 10x abgeleitet ist 10. 2x abgeleitet ist 2x. Und das setzen wir jetzt 0. Dann kriegen wir da das x max gleich 5 heraus. Und was wäre jetzt da? Hoppala. Und was wäre jetzt da der maximale Umsatz? U max. Das wäre jetzt U von X max. Das wäre also jetzt 10 X max minus X max Quadrat. Rechnen wir das aus, dann haben wir 10 mal 5 minus 25 ist gerade 25. Und jetzt ist noch gefragt, bei welcher Stückzahl, also bei welcher Menge haben wir 90% vom maximalen Umsatz erreicht? Wollen wir das jetzt da auch einzeichnen? Also 90% von Umax. Dann gibt es da zwei Lösungen. Eine ist offensichtlich unsinnig, weil sie rechts vom Maximum liegt. Das wäre jetzt x1 und x2. Jetzt müssen wir quasi u von x, 10x minus x², soll jetzt 90% von u max sein, nicht? Also 0,9. Mal 25. Das wäre eben gerade 22,5. Jetzt bringen wir das alles auf eine Seite. Dann haben wir x² minus 10x plus 22,5 soll 0 sein. Kleine Lösungsformel. B gleich minus 10. Q gleich 22,5. X12 ist minus b halbe plus minus Wurzel aus b halbe Quadrat minus q. Dann haben wir da 5
plus minus Wurzel aus 25 minus 22,5. Jetzt ist die Lösung x1, die liegt dem rechts von 5. Man sieht das, was vorne steht, das minus b halbe ist gerade die Stelle, wo der maximale Umsatz auftritt. Ne? Also das ist identisch quasi mit dem x-max. Ja, was bekommen wir, wenn wir jetzt da den Taschenrechner verwenden? Einmal 6,58 und x2 3,42. Und das ist eigentlich die sinnvolle Lösung und die ist eigentlich unsinnig. Da rechts vom Umsatzmaximum. Das war eine mathematische Lösung, aber keine sinnvolle Lösung. So viel jetzt zum Thema quadratische Funktionen, quadratische Gleichungen.